Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate Teil 1. In der letzten Folge haben wir Trist Duarden getroffen, haben versucht, ihn auszurauben. Ich habe nochmal nachgeschaut, es scheint tatsächlich zu gehen, dass man das machen kann. Und man kann da anscheinend wirklich gute Waffen rauskriegen. Allerdings muss man da verdammt gut sein dafür. So, wir rasten erst einmal. Dann sind unsere ganzen Zauber wieder da. Wir sind komplett geheilt. Das passt soweit ganz gut. Es ist Nacht, das ist jetzt nicht so gut, aber erste Stunde. Wie ist es, wenn ich jetzt nochmal raste? 8 Stunden gehaut, 9. Stunde. Das passt. Dann schauen wir mal hier an. Identifizieren. Aufgrund der extrem launenhaften Natur der meisten Zauberer sind die Feuerschutzroben unter jungen Gehelfen und ihren Zauberlehrern weit verbreitet. Wie andere derartige Roben können sie nur von Magiern getragen werden. Feuerwiderstand 20%. Was hast denn du hier eigentlich, die Scheugenrobe? Ja. Das bringt eigentlich so gut wie gar nichts hier, meiner Meinung nach. Da haben wir wenigstens, bei dem haben wir wenigstens ein bisschen Bonus gegen Klingenwaffen und gegen Tod. Bei dem hier hätten wir tatsächlich nur Feuerwiderstand und das war's. Nee, das lohnt sich nicht wirklich. Okay, dann sind wir soweit. Upsa. Ich habe Assassin die KI wieder angemacht. Ups. Ups, das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Na gut, was soll's. Du kannst wieder auf Ding hier gehen. Ah, wieder ein Bär. Huch. Also der Bär ist jetzt sehr auf unserer... Moment. Ach, wieder auf A gedrückt. Warum ist der Bär so wild auf unserer Magierin, die kaum was gemacht hat? Weil da war die wirklich, der Bär war wirklich ganz schön auf unsere Magierin, ja, ganz wild drauf, die zwischen seine, oh, da ist noch einer, zwischen seine Klauen zu bekommen. Okay, wer bist du denn? Hallo? Da müssen wir doch rüberkommen, oder? Ja, doch, geh doch. Schelan. Oh. Und da hinten waren wir gerade angegriffen. Mist. Ein herzliches Willkommen. Wollt ihr eure Kräfte mit den Wasser, mit den Wesen im Wasser messen? Das ist ein feiner Beruf und so viel Spaß wie hierbei habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wirklich sehr lange nicht mehr. Entschuldigt die Feststellung, aber ihr scheint mir etwas, wie soll ich sagen, etwas irre zu sein. Ich kann euch keine Meinung vorschreiben, aber selbst schätze ich mich gern als optimistisch ein. Ich habe auch wegen der Eisenknappheit und den ganzen Blabla keine Arbeit mehr. Aber ich habe eben einfach beschlossen, mich davon nicht entmutigen zu lassen. Und na, dann arbeite ich eben nicht mehr in der Mine. Ich ernähre mich vom Angeln und bin immerhin nicht mehr so bleich, weil ich ein bisschen Sonne abkriege. Wenn es euch nicht stört, ich muss jetzt ein bisschen singen. Ja, du musst singen. Schon wieder auf unsere Markerin. Unsere gute Magierin scheint da gerade ein bisschen. Ja. Oh, you bet. Die scheint im Moment hier Aggro ziemlich zu haben. Die Leute mögen sie irgendwie, unsere Magierin gerade nicht. Ja, okay. Lasst uns jetzt einfach mal weiter in unsere die Gegend anschauen.
was wir denn noch so alles finden hier. Ihr dort, ich brauche etwas Geld und Teilung. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, gebt ihr mir, was ich benötige. Und warum sollte ich euch helfen? Ich bin Angehöriger der Söldnerbande, Kalte Hand. Wenn ihr wollt, dass all meine Freunde euch auf die Pelle rücken, dann ärgert mich ruhig weiter. Ha, soll man denen 25 Goldmünzen geben? Er wollte nicht wenigstens nicht alles Gold haben. Ja, gut, gut. 25 Gold und dann. Die kann er haben, meinetwegen. Das ist jetzt nicht so die Welt. Ja, den Dings aber sind wir immer noch nicht begegnet. Also immer noch keine Winterwölfe. Und auch immer noch nicht diesen einen Verrückten, der angeblich. Ja, okay. Der angeblich besessen ist oder so. Irgendwas hieß es doch. Naja, oh, nee. Du bist nur ein friedlicher Bär. Friedliche Bären, das ist in Ordnung. Dagegen habe ich definitiv nichts. Oh, aber der hier ist nicht ganz so friedlich. Aber auch kein Problem. Wenn der auf unsere Magier losgeht, ist es ein Problem. Oder auf unsere zwei Mädels hier. Aber ansonsten sind die auch kein großes Problem mehr. Okay. Ich muss bei Gelegenheit auch mal nachschauen, wie es eigentlich XP-mäßig aussieht. Ah, es fängt wieder an zu regnen. Yay. Ach, guck mal, da haben wir wieder einen Berg oder irgend sowas. Was ist das? Wildhunde oder Kampfhunde? Ja, die sind jetzt wieder richtig ohne Probleme. Ja, wir sind nicht mehr im Kampf jetzt. Hat nur ein bisschen gedauert. Okay, da ist schon wieder Levelgrenze. Da kommen sie nicht rum. Na gut, dann halt außenrum. Oh. Ogrildon. Ja, also die Gegner sind wirklich keine große Herausforderung mehr. Die was dabei? Ja, die haben was dabei. Das sieht auch aus, als ob. Nee, das ist nur Geld. Das ist eine Schriftrolle. Da liegt noch was. Okay. Alles klar. Wow. Ogre. Okay, jetzt kommt's drauf an. Wie lautet Ihr Befehl? So ein Festhalten, Schützen.
Machen wir vielleicht mal einen Gesang hier. Okay, das war schon der erste Ogre. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir damit extreme Probleme. Aber sowas von Probleme. Und jetzt? Gesinnung erkennen, sehr gut. Und jetzt wirklich so gut wie gar keine mehr. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie schnell das geht. Weil eigentlich so viel bessere Ausrüstung als damals hat man nicht. Und das Level ist eigentlich auch nicht so viel höher. Dachte ich jedenfalls. Ja, okay, das war's. Dann sind wir mit dieser Gegend hier auch fertig. Dann können wir weiterziehen. Ich will aber noch ganz kurz schauen. Ein bisschen fehlt noch. Noch ein bisschen. Stufe 3. Noch ein bisschen mehr. 6000 sogar, aber du hast auch schon Stufe 4 erreicht. Du bist schon Stufe 4. 4000. Stufe 4, okay. Stufe 3. Ja, okay. Da fehlen noch ein bisschen. Also einen Stufenaufstieg haben wir, glaube ich, in nächster Zeit nicht mehr. Okay, dann sind wir hiermit fertig. Dann hätte ich vorgeschlagen, dass wir tatsächlich weiter nach Westen mal ziehen. So. Dass wir tatsächlich nach Westen ziehen. Oder sollen wir da runterziehen? Da waren wir ja schon. Nee, wir gehen dahin. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Es ist dunkel. Wir haben die zweite Stunde. Nee, dann schlafen wir nochmal. Also, wenn wir wieder nach Beregos zurückkommen, dann sollte der eigentlich, der Schmied mit der Analyse des Getränkes, nicht Getränk, der Flasche, was wir da gefunden haben, sollte eigentlich fertig sein. So. Also, so lange, wie wir jetzt schon hier unterwegs sind, also wenn der da nicht fertig ist, dann weiß ich auch nicht so recht. Okay, einmal nach Süden bitte. Ist aber auch nichts Neues, das dachte ich mir aber schon. Oh, wow, wow. Du wolltest es aber jetzt gerade auf mich wissen. Also, er hat einige gute Dings gehabt. Einige gute Treffer gehabt. Ist ein Kampfhund, oder? Die sollten jetzt definitiv kein Problem mehr sein, wenn unsere Leute treffen. Könnt ihr euch mal alle auf einen stürzen? So, Dankeschön. Ja, die ersten Kämpfe waren ziemlich übel. Mittlerweile passt das eigentlich ganz gut. Oh, guck mal, da können wir sogar nach Süden nochmal gehen. Ob es hier irgendwo irgendetwas liegen wird? Wahrscheinlich nicht, aber ne, also da auf jeden Fall nicht. Auf der Seite vielleicht?
Nee. Also eins ist schade, die Gegenden, die sind einfach groß, aber man findet wirklich sehr selten irgendwas sehr Interessantes. Tasloy. Hat man mit dem Tasloy nicht irgendetwas? Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Bisschen Geld. Du bist ja ein komischer Kopf. Ich hab genug davon. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, aber hatten wir nicht irgendetwas mit Tasloy? Tempel. Ja, genau das, ja. Tasloy im Mantelwald. Aber ich glaube, im Mantelwald sind wir ja nicht, oder? Nee, das ist auch wieder No-Name. Ist ein No-Name-Gebiet. Und da das andere mit Mandelwald deklariert worden ist, glaube ich nicht, dass das hier der Mandelwald ist. Okay, schauen wir mal hier rüber. Ein Leuchtturmkrieg gibt es hier. Okay, das ist interessant. Aber passt ja auch mit der Küste hier. Leuchtturm. Aha. Könnte man mal überlegen, ob wir da auch hingehen. Als nächstes. Nahegelegenes Minengelände. Okay. Wir haben also ein Minengelände hier. Interessant. Ah, und das war's auch schon. So, jetzt haben wir auch wirklich alle Dinge angeschaut. Okay. Also alle Seiten angeschaut gehabt. Dann, ja. Schauen wir mal, ob wir das Minengelände finden und was da alles so noch auf uns warten wird. Ach, wieder Kampfhunde. Okay. Kampfhunde sind definitiv kein Problem mehr. Oh. Du auf Ba-Orks Land. Ba-Ork sagt weggehen. Also geh. Wir sind auf der Durchreise und werden euch nicht belästigen. Wir geben unser Wort darauf. Das ist Ba-Ork. Egal. Töten. Ja, okay. Hey. Da hast du aber gerade einen ganz schönen Treffer erleidet gehabt. Ach, du auch? Mist. Okay. Diese blöden Typen da drüben. Vielleicht sollten wir da erstmal die machen. Die sind zwar einfach, aber dass die halt nicht auf unsere Fernkämpfer halt gehen. Wenn er versteht, was ich gerade meine. Dass wir quasi die Aggro von unseren Dings ziehen, damit die nicht auf die gehen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Es war ja, glaube ich, auch nur einer, wo gerade auf unsere Fernkämpfer gegangen ist. So. Wer ist dieser Bardock und was wird er in dieser Sache unternehmen? Okay. Ach, der ist auch ein Fernkämpfer hier. Dann erledigen wir erstmal die hier. Oh, böses Entdecken. Machen wir mal einen Glitzerstab auf den hier. So, und du solltest hier mal heilen.
So. Und ihr dürft jetzt auch mal hierher gehen. Ja, ja, ich weiß, da ist noch Gift drauf. So, Gift ist weg. Der ist in Panik, bringt ihn aber auch nichts und erledigt. Puh. Ja, so viel zum Thema. Die Kämpfe werden gerade einfach. So, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Feuerpfeiler. Okay. Und bei dir irgendwas sehr Interessantes dabei? Nö, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich sogar ziemlich uninteressant. Ja, davon können wir auch noch 7. Ja, okay. Wisst ihr was? Da, das solltest du behalten. Und du nimmst wieder deine Klinge in die Hand. Okay. Dann hätte ich gesagt, sind wir hier erstmal fertig. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal noch ein bisschen genauer um. Schauen wir mal, was wir noch alles so finden. Und in der nächsten Folge sehen wir dann weiter. Bis dahin, macht's gut und tschüss.